Dafür hat der Feind dann Kleriker. Klopp mal die runter, den indischen Mechaniker da oben kann ich ignorieren. So, recken. Alles irgendwo reinstecken. Nein. Was macht ihr da drüben? Lasst sie weglaufen. Der da kann weglaufen, der ist fast tot. Das macht nämlich das Missionsziel dann. Bereite dich auf die Ankunft von dem Spacko vor. Ja, sonst noch Wünsche. Habe ich noch genug für einen Schreckensfürsten? Ja, habe ich. Und ich brauche noch einen. Company! Oh! You there! Yes, you, the red scruffy looking fella. Take me to your leader. Hey, who's scruffy looking? It is me you seek. Lay down your weapons and there will be less bloodshed. Of course, you will still bleed, but my minions will not. You? You're the commander of this outfit? Well, what about you, you weak person? You look weak and, like, not very strong and... Anyway, it's my loyal Death Slayer you should be really afraid of. It's like standing face to face with an ugly version of my pathetic son Blamey and that fraudulent High Priestess he is. I'm almost sorry that you have to die. Such amusement. And you have actually managed to set up a fine operation here. In fact, I think I will take it from you and use it for my own ends. What? No, you can't do that. I summoned the Death Slayer. I created all this. It's mine. Well, I guess we'll soon find out, won't we? What do you say, demon? Are you loyal to that skinny, pale, pinky suckler? Or would you like a change in command? Decisions. Swap a gullible advisor for an authoritative commander. Not really very tempting at all, to be frank. Heroes are entering your dungeon. Und jetzt habe ich wieder Heroes im Dungeon. Mal wieder. Los, Trupp 3 und er müssen die mal aufhalten. Und ich muss den König dann dort töten noch. Habe ich jetzt meine Einheiten? Ja, habe ich. Alles irgendwie da reinschmeißen. Da ist er ja. Okay, meine Armee wurde gerade gefragt. Ah, aber ich hab's. Jetzt habe ich Zeit, ihn zu töten. Okay. Das ist gut zu wissen, dass ich Zeit habe, ihn zu töten. Dann nehme ich mir die Zeit am besten auch mal und bereite meine Truppen vor. Ja, was kann ich mit 2 Punkten noch anstellen? Außer Fallen verbessern. Ich könnte sie hier noch rufen. Ja, das würde mir wenigstens noch die Punkte geben. Okay. So, dann beschwören wir die auch mal, wenn wir es könnten.
Dazu brauche ich nur ein paar mehr Pilze. Jetzt muss ich tatsächlich meinen dritten Trupp zum Pilzesammeln schicken. Okay. Alles kein Problem. Jetzt habe ich nämlich etwas Luft. Ich kann währenddessen langsam die Bogenschütze, die ihm helfen, ausschalten. Und ich könnte theoretisch alle Runen hier einsammeln, die noch genau hier rumwuseln. Das würde meinen Truppen auch noch mal ein paar Pluspunkte geben. Ihr seid eine Patrouille, hoffe ich mal. Ja, ihr seid eine Patrouille. Dann macht ihr nicht so viel aus. Wenn ich mich hier so reinporten würde mit meinen Truppen und dann alles. Jo. So, ich habe genug für einen Priester. So. Schreckensfürst, Priester. Dann packe ich da am besten noch einen Recken rein. Also zwei Recken kann ich auf jeden Fall ausbilden. Dafür habe ich genug Materialien. Und ich könnte noch eine Küche endlich mal bauen. Das hatte ich ja auch vor. So, hier setzen wir noch eine Küche hin. Wahlruf Imps. So, du. So eine Irre. Recke, Recke. So eine Irre. Und alle zum Training. So, mal überlegen. Kostenlose Einheiten. Wäre auch mal eine gute Idee. So, ein Imp. Noch ein Imp. Und ja, ich nehme mir jetzt die Zeit. Ganz ehrlich, nach dem ganzen Chaos gerade eben, nehme ich mir auch die Zeit, die Truhen zu plündern. Da ist eine. Mal gucken, sehe ich sie von hier oben? Da ist eine. Und da ist noch eine. Also die zwei Truhen plündere ich auf jeden Fall noch. Und dann kümmere ich mich um diesen Bannister. So, ihr geht noch trainieren. Ich brauche Materialien, also schicke ich die beiden Truppen mal Materialien beschaffen. Trupp 2 und Trupp 3. Ja, Trupp 1 muss trainieren. So. Ich habe noch einen untätigen Imp. Den kann ich auch da reinschicken. Da kriege ich wahrscheinlich schneller kostenlose Einheiten. Das hätte ich mir übrigens früher überlegen sollen. Ah, ein Priester. So, und jede Menge Zeug, was ich umwandeln kann. Übrigens brauche ich immer noch einen Minotaurus. Extra für den Monsterbau. Und dann brauche ich jede Menge Materialien, um den vierten Trupp freizuschalten, weil mit drei Trupps lege ich mich nicht mit dem an. So, mal wieder zwei Blitze abfeuern. Ich brauche noch einen Punkt für den Monsterbau, wahrscheinlich durch die kostenlose Einheit, oder? Oder durchs Einheitenausrüsten, das dürfte auch klappen. Jo, ich rüste einfach mal die hier aus. Ich port sie hier hin zum Essen, dass sie sich hochheilen können. Sehr schön.
So, Monsterbau. Ist auch fertig. Ja, Kamera mal ein bisschen einstellen. Da würde ich sagen, mache ich Squad 1 und Squad 2 mal ein bisschen kampfbereiter, dass wir einen größeren Ort überfallen können. Küche. Squad 3. Also so große Materialorte meine ich. So. Oh, wir haben jetzt wieder Materialien gekriegt. Sehr schön. Gut. Dann rüste ich mal alle Squads erstmal aus. Gut. Squad 1 geht dahin und Squad 3 dahin. Und wir kriegen jede Menge kostenlose Truppen. Du gehst so mal trainieren. Ach, ich schicke dich einfach so mal in den Trainingsraum. So, weil dann können wir den Monster Horde bauen. Den Monsterbau. Und noch eine Kasse und ja. Dann werden wir weitersehen. Heroes are entering your dungeon. Oh, Helden im Dungeon. Baal, geh sie mal begrüßen. Zusammen mit Squad 2. Und Squad 1 verdient noch in den Rücken. Sehr gut. Achso, das ist Squad 3. Sehr gut. Bitte. So, dich mal ausrüsten und dort zum Essen schicken. Dann holt hoffentlich jemand das Material ab. Jo. Noch einmal, dann haben wir genug für den Monsterbau. Wir haben eh sehr viel Materialien. Der Monsterbau braucht 93. Also bauen wir mal. So. Dich porten wir dazu zum Essen. Was mache ich mit dem einen Punkt, den ich jetzt noch habe? Naja, ich krieg bald noch einen zweiten. Und für was könnte ich mir noch Punkte einheimsen? Auf jeden Fall durch Überfälle, weil ich das Gold zusammenkriegen möchte. Ja, machen wir es so. Das Gold, dann nehme ich die besseren Fallen. Und dann sehen wir weiter. Kriege ich eigentlich noch für Räume? Ja, für den einen Raum kriege ich auch noch einen Punkt. So. Weg mit deinem Bogenschützen, die den beschützt. Und du machst jetzt eigentlich auf dicken Macker. So, sehr gut. Truppen sind alle so weit, dass wir überfallen können. Da schicken wir mal Trupp 2 hin. Dort können wir... Welcher Trupp ist der stärkste? Trupp 1 eigentlich. Trupp 1 können wir dahin schicken. Und... Ja, Trupp 3 schicken wir mal dahin.